Mir scheint, das war nur der Schlüssel. Das da hingegen. Ein Teil des Schlüssels. Willst du den anderen? Oh, dann hol ihn dir. Du hättest nicht herkommen sollen. Ah, bewusstlos. Gib mir jetzt den Hugakehr und geh. Hier ist es zu gefährlich. Ich geh doch jetzt nicht. Ich bin so weit gekommen. Tu, was dir gesagt wird, mein Freund. Ich frag mich, wo er die Kugel versteckt hat, ne? Ich frage mich, schickt mich Brock in den Tod? Nein, mein Schicksal ist Ragnarök. Weit in der Zukunft. Nichts wart, Alpha Aim. Stelle Sir. Oha, Leute. Jetzt geht's hier los, oder was? Sei stark, Erhabener. Verschlinge diese bitteren Früchte. Wandle sie zu einem glorreichen Sieg. So, Sword. Jetzt wärst du platt gemacht. Damit ich Gott vorstellen darf. Das gelobe ich. Königspalast. Niemand soll Odins Sprössling niederstrecken und lebend davonkommen. So, Leute, ist das jetzt Finale? Ich hoffe nicht. Es soll noch weitergehen. Ich will alles von ihm kaputt machen. Ah, das ist doch die Halle, wo wir einmal gegen ihn verloren haben. Hier, Scheißer, deine Dämmerung naht. Du atmest noch? Dagegen hab ich ein Mittel. Hallo, schrei doch nicht so. Zum Abendbrot gibt es verbrannte Krähen. Balder quiekte wie ein Schwein, als ich ihm den Huger entriss. Du wirst nicht zum Quieken kommen, wenn du an deinem eigenen Schwert erstickst. Wahrlich, teurer Freund, ich sorge mich ob deiner Zukunft. Alter! Oh mein Gott! Brenne! Hallo, Brudi, beruhig dich! Ich bin Surt, Zerstörer von Welt! Alter! Das kann doch nicht zu Ende sein, Leute. Der ist unsterblich. Das wird ihm jetzt stärker machen. Okay. Nee, die Saga beginnt damit. Wir denken, er ist tot. Ich sagte dir doch, es würde klappen. Und du hast an mir gezweifelt. Na, wart mal ab. Ich. Vielleicht habe ich. Habe ich doch gesagt. Scheint, das war nur der Schlüssel. Das da hingegen. Ein Teil des Schlüssels. Willst du den anderen?
Oh, dann hol ihn dir! Du hättest nicht herkommen sollen. Hol du ihn dir doch! Ich fliehe nicht vor dem Feuer! Ich bin das Feuer! Bro, aber selber schuld, wir haben ihn gesaved, ne? Wieso? Wieso? Hallo, wieso liegt er da? Wieso liegt er da? Ah, ich will ein schönes Bild machen da. Wo guckt er hin? What the fuck? Ja, Mann. Oi, ich brauch den Huger. Achso, ich muss einfach abhauen. Alter, so Psychopathen, Mann. Zeig für Magma, okay? Gelangen zum Turm. Leider erkennt man nichts, ne? Alter, wie viel Damage macht er? Ja. Oh mein Gott, Leute. Nein, ich muss. Herr, wo ist er? Ich muss ein cooles Bild machen, Leute. Aber ist nicht passend, ne? Ah, ist egal. So, wir machen ihn Blatt. Ich hab Schnauze voll. Nur noch eins vielleicht. Niemand verdient den Untergang mehr als du. Ja, das ist cool, wenn er ausholt. Boah, Maschallah. Aber er ist hässlich. Ergieß dich. Hallo, darf ich mich wehren? Ich habe nur noch ein Leben. Brenne. Der tötet mich, ne? Ja, wie oft will er jetzt noch sterben? So viel zu deinem großen Plan, du Narr. Du wolltest die Macht des Lichts beherrschen. Die Macht meines Sohnes! Ich hätte dich zum Weltenvernichter gemacht. Doch so schwach wie du bist, wird sein Licht dich ganz
und gar verschlingen! Boah, stark, sehr stark. Das kann doch nicht das Ende sein. Nein! Assassin's Creed, was ist das für ein Ende? So schlecht. Der Wolf kommt, meine Geschwister. Am Ende wird er uns alle finden. Egal, wie gut wir uns verstecken. Seine Zähne verheißen Ende oder Anfang. Welches es ist, erfahren wir erst, wenn er uns verschlungen hat. Sollten wir uns also niederlegen, unsere Kehle für seinen Biss entblößen? Oder mit jeder Faser unseres Körpers gegen ihn ankämpfen? Im Wissen darum, dass unsere Stärke versagen. Und der Wolf uns doch holen muss. Ich weiß nur eines. Jeder Tag ist ein Geschenk der Toten und die Lebenden. Jedes Lächeln wird durch jemandes Tränen erkauft. Und wenn der Wolf auf der Jagd ist, bleiben uns nur die, für deren Freundschaft wir gekämpft haben. Und so kämpfe ich für euch, die meinen. Ich werde mit dem Wolf um jedes Stück Land kämpfen, bis er schließlich mich einfordert. Ich erkaufe euch eure Tage des Liebens und Lachens. Nutzt sie weise. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Tova, wie ist es dir ergangen? Das Feuer hat Erinnerungen an die Legenden geweckt, die Svein so liebte. Würdest du mich mit einer Geschichte erfreuen? Vielleicht über Svartalfheim? Ich würde sie nicht halb so gut erzählen. Aber am liebsten war ihm eine Fabel, die uns daran erinnern soll, Bedeutung in unseren Taten zu finden, nicht darin, wie andere uns sehen. In Svartalfheim mangelte es nie an legendären Zwergenschmieden. Ein jeder hat von Ivaldi oder Brock und Sindri gehört. Doch hier geht es um einen Steinmetz. Er lebte weit im Süden, wo Gullinmar und Vangrin aufeinandertreffen. Seine Werkstatt baute er an der Küste. Von Ruhm besessen war seine Liebe für sein Handwerk fast erloschen. Stattdessen suchte er die Küste nach Edelsteinen ab, die aus anderen Reichen stammten. Dann sah er es. Etwas Schönes, Glitzerndes, Schimmerndes, jenseits des Wassers, auf einer Insel, die zu besuchen er nie gewagt hatte. Eilig baute er ein Boot. Er arbeitete bis spät in die Nacht. Dann setzte er Segel und fand viele Felsen auf der Insel, die glänzten und glitzerten. Er jauchzte vor Freude. Wenn er irgendetwas aus diesen Steinen fertigte, würde man ihn nie vergessen. Da spürte er plötzlich ein Stechen in seinem Fuß, dann noch eins und wieder. Seine Augen gewöhnten sich ans Dunkel. Und er erkannte, dass er, von Geltungsdrang getrieben, in ein Schlangennest gelaufen war. Die Erkenntnis kam jedoch zu spät. Und so starb er, den Stein umklammernd, der sein Schicksal besiegelt hatte. Unvergessen, ja, doch nur ob seiner Torheit. Eine gute Geschichte, Tova. Svein wäre sehr stolz auf dich.
Geht es Brigitte und dir gut? Sicher. Es ist nur, die Flammen beruhigen meinen Geist. Wie auch die Geschichten hier. Willst du eine zum Besten geben, Gunnar? Eine Legende über Svartalfheim? Ja, die Geschichte eines Königs, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Heidmar, größter der Zwergenkönige. In seinem Schloss in Gullinmar fehlte ihm nichts außer einem Erben. Heidmar und seine Frau waren alt geworden. Womöglich zu alt. Alter, ich feier seine Stimme. Eines Nachts wandelte er, von Sorgen zerfressen und mit Tränen in den Augen, so spät in den Schatten seines prächtigen Bergschlosses herum. Großer König, was betrübt dich? Fragt eine Stimme. Heidmar erschrak, doch er sah niemanden. Wer da? Rief er. Dann sah er, wer da? Okay. Wer da zu ihm sprach. Ein prächtiger, uralter Baum. Vielleicht so alt wie Ymir selbst. Heidmar setzte sich und erzählte dem Baum von seiner Sorge, seinen Untertanen kein angemessenes Vermächtnis hinterlassen zu können. Das rührte den Baum, der einige Tränen vergoss und sie Heidmar anbot. Trink, großer König, sagte er, und deine Sorgen werden fortgeschwemmt. Heidmar betrachtete das Gras, die Weiden, die Blätter des Baums. Die Freude seiner Untertanen war darin zu sehen, wie sie für das Land sorgten. Sein Vermächtnis war allgegenwärtig. Heidmar war beruhigt, als er erkannte, dass er alles hatte, was er brauchte. Und so bat er den Baum, seine Gabe dem Land zu schenken. So flossen fortan die Freudentränen des Baums und bereicherten das Land. 9 Monde vergingen und der Schrei es leckt sehr schön. Säuglings erklang im Schloss. Noch lange brachten Zwerge am Fuße des weinenden Baumes Geschenke im Gedenken an Heidmar dar, dessen Güte alles formte, was er berührte. Alles geschieht, wann es geschehen muss, alter Freund. Das hoffe ich. Ja, okay. Ich werde jetzt das Spiel. Die Folgen von Thor's Leichtsinn. Nee, da. Wir sind durch mit Assassin's Creed. Vielleicht ein andermal. Ja. In jeder großen Geschichte findet sich Wahrheit. Okay. Ich frage mich, was ich in Svartalfheim finden ließe. Jenem Ort, von dem sie handelten. Okay, das ist die Mission. Okay, dann müssen wir. Eivor, was ist los mit dir? Hast du wieder zu viel von Valkas Zauberbrühe getrunken, alter Nimmersatt? Mich verfolgen Bilder von Odin und Svartalfheim. Sie überschwemmen meinen Geist, ohne Vorwarnung oder Einladung. Aha, so hat auch Thor Svartalfheim überschwemmt. Thor, der schnell handelnde, doch langsam denkende, lärmte und stampfte, kämpfte und rammte, wohin er und Mjölnir auch gingen. Eines Tages lieferte er sich einen solch wilden Kampf mit einem Jötun, dass Thors Todesstoß in allen 9 Welten zu spüren war. Der Boden erbebte, Berge erhoben sich, ja. Hügel wurden gespalten und gebaren Schluchten. Und nördlich von Svaladal brach das Ufer des enormen Sees, der die Quellen Yggdrasils in sich trug, und flutete ganz Svartalfheim. Heidmar, der Zwergenkönig, handelte rasch. An der Seite seiner treuen Untertanen errichtete er 3 mächtige Dämme, die sein Reich vor weiterem Schaden bewahrten.
Einer der Baumeister war so überrascht, den großen König neben sich arbeiten zu sehen, dass er ausrutschte und in die reißenden Fluten unter ihnen stürzte. Heldmar sprang ohne Zögern, erst vom Pferd und dann noch einmal von der Mitte des Damms, hinein in den schrecklichen Strom. Bevor der Arbeiter auch nur um Hilfe schreien konnte, zog Heldmar ihn bereits ans trockene Land. Und so wurden zwei riesige Statuen zu Ehren des Königs errichtet. Eine für jeden seiner tapferen Sprünge, die bis zum Ende der Zeit Bestand hatten. Bis Ragnarök. Ja, wie du siehst, schlagen Taten Wellen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie Thor, der einen Jötunschädel mit Mjölnir zerschmettert. Es beeinflusst alles, sei es vorhergesagt oder unbekannt. Ich fürchte, meine Geschichte hat deine Sorgen nur verstärkt. Nein, eine gute Geschichte ist ein Scheit, der das Feuer des Geistes nährt. Danke, mein Freund. So, jetzt alles durch, oder wie? In jeder großen Geschichte findet sich Wahrheit. Ich frage mich, was ich in Svartalfheim finden ließe, jenem Ort, von dem sie handelten. Okay, da ist es gut.